Willkommen und guten Abend, hier ist Exklusiv. Ich bin Frauke Ludowig, macht sofort wieder die Friseure auf, fordert heute Ex-Fokus-Chef Helmut Markwort und spricht damit natürlich vielen aus dem Herzen. Schauspielerin Cheryl Shepard zum Beispiel hat sich jetzt selbst die Haare abrasiert. Wie wichtig Friseure tatsächlich für uns und unsere Psyche sind. Carsten Meyer, Sandra Dietzen und Antonia Giese. Radikale Zeiten fordern manchmal auch radikale Maßnahmen. Für Schauspielerin Cheryl Shepard gab es im Corona-Lockdown jetzt eine spontane Kopfrasur von ihrer eigenen Tochter. Dann habe ich halt diesmal selber nach dem Rasierapparat gegriffen. Die 54-Jährige bereut den heimischen Haarschnitt nicht, aber nicht jeder ihrer Selbstversuche endete glücklich. Macht die Friseursalons wieder auf, das fordert jetzt der FDP-Landtagsabgeordnete und Ehemann von Patricia Riekel, Helmut Markwort. Der 84-Jährige geht sogar noch weiter. Friseure sollten als Gesundheitsberuf eingestuft werden, denn Markwort ist sicher, Hairstylisten haben auch heilende Hände. Friseure, wenn sie kundig sind, können frühzeitig Krankheiten entdecken, bevor jemand zum Arzt geht. Und da kann der feststellen, ob da dieser bösartige schwarze Hautkrebs drin ist oder Schuppen. Die Leute sagen, ich habe Schuppen, in Wahrheit kann es eine Flechte sein. Schere und Pinsel können seiner Meinung nach auch psychische Krankheiten wie Depressionen verhindern. Wenn Frauen, vor allem dunkelhaarige Frauen, habe ich gelernt, plötzlich graue Haaransätze haben, das kommt durch, dann genieren sie sich. Das gehört einfach zum Selbstbewusstsein einer Frau. Übrigens auch Männer, ja. Ich kenne ja Männer, die in ihrer Verzweiflung selber färben, die sehen ja grotesk aus. Groteske Färbeversuche hat auch Serienstar Cheryl Shepard schon hinter sich. Dann haben wir mit natürlichen Färbemitteln gearbeitet. Auch wieder meine Tochter war da mit im Spiel. Und da war Henna drin und ich sah einfach karottenrot aus. Badezimmer-Experimente sind eben nicht dasselbe wie ein Termin bei einem Experten. Starfriseur Shan Rahim-Khan bestätigt uns heute auch Markworts Gesundheitsthese. Also an Haare siehst du sofort, wenn jemand etwas hat, es fehlt. Ich zum Beispiel, passiert mir sehr oft, dass ich meine Kunden dann angucke und sage, du bist doch schwanger, oder? Einen zuverlässigen Schwangerschaftstest ersetzen Friseure natürlich nicht. Aber vielleicht erkennt die Regierung ja, dass sie nicht nur für hübsche, sondern auch für gesunde Köpfe sorgen können.